Ja, hallo und herzlich willkommen zur Top 10 Show. Die besten Kameras, die Pearl TV zu bieten hat. Und Sie persönlich haben ausgesucht das Beste aus unserem Sortiment. Und ich bin total freudig darauf. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der Startnummer 10. Man ist teilweise überrascht, wie klein heutzutage Kameras sein können. Früher waren es Riesenklötze, heute sind Kameras kaum größer. Und da sind wir bei unserer ersten Kamera als ein Zuckerwürfel. Schauen Sie sich das an. Das ist wohl eine der kleinsten Überwachungskameras oder Actionkameras, die es überhaupt gibt. Hättest du dir vorstellen können, Cindy, in dieser Größe mal eine HD-Kamera zu sehen? Nein. Ja, wäre auch lange nicht vorstellbar gewesen. Hier ist es möglich. Und wir haben zwei Halterungen. Und damit wollen wir mal anfangen. Einmal diesen Clip. Da sehen wir das. Den habe ich hier dran gemacht. Und den kannst du jetzt als Actioncam ganz einfach an die Kleider machen. Oder bei Diana habe ich eine kleine Magnethalterung. Das ist ein kleines Kugelgelenk. Jetzt kannst du das irgendwo zum Beispiel in der Wohnung positionieren und durch das Kugelgelenk das Objektiv genau ausrichten auf den Ort, den man in dem Fall filmen bzw. überwachen will. Und jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten, die zu starten. Drei eigentlich. Eins ist natürlich, ich starte sie per Knopfdruck und ich sage jetzt mal, ich filme drauf los, was mir vor die Linse kommt, wird gefilmt. Das zweite ist, hier ist ein Erschütterungssensor drin. Das heißt, sobald sich die Kamera bewegt, beginnt auch die Aufnahme. Und ein dritter Sensor, nämlich ein Geräuschsensor, sorgt dafür, sobald Geräusche in der Umgebung der Kamera ist, dass sie ebenfalls aufnimmt. So, und jetzt sehen wir hier an die Hosentasche. Da kannst du jetzt mal durch eine Gartenparty laufen und einfach die Leute ganz unvoreingenommen super, ja, filmen. Aber du kannst das natürlich auch einsetzen, wenn du Fahrrad fährst oder wenn du Ski fährst, als Action-Cam. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Überwachungsfaktor. Die kannst du irgendwo in deiner Wohnung, ich sag mal, wenn du so das Gefühl hast, dass jemand ab und zu in deine Wohnung geht, ich glaube, dieses Gefühl hat jeder mal, war da jemand? Ist dir das auch schon mal passiert? Du kommst heim und denkst, irgendjemand war hier? Tatsächlich schon, ja. Meistens und ist ich das denke ja... Mal, das kann doch nicht sein, Cindy, aber ich habe dann hin und wieder immer so ein mulmiges Gefühl. Hast du denn das jetzt auch so hingelegt, wie es jetzt eben tatsächlich auch gewesen ist? Also in den meisten Fällen irrt man sich. Ja. Es war niemand in der Wohnung. Aber hiermit verschafft man sich Sicherheit. Guck mal, so klein, ganz einfach an einem Regal festgemacht. Und wenn jetzt Geräusche oder Erschütterung kommen, dann nimmt sie auf. Hier, das ist auch ein cooler Faktor. Wer hat meinen Pudding aus dem Kühlschrank geklaut? Vor allen Dingen, Ralf, da weiß man auch, wer hat den Käse gemopst, ne? Und die Schokolade. Genau. Und jetzt noch eine Anwendung. Also du siehst, wie vielfältig diese Kamera ist für Modellbauinteressierte. Weil die ist so klein und so leicht. Die kann ich auch an jedes Flugteil anmontieren oder an eine Modelleisenbahn oder mal ein Modellauto und in HD-Qualität genau aus der Piloten- oder Fahrerperspektive Aufnahmen machen. Und das Ganze ist auch noch akkubetrieben. 45 Minuten Akkulaufzeit. Hört sich jetzt im ersten Moment gar nicht so lang an. Aber wenn ich die auf Bewegungs- oder Geräuschsensorik habe, löst sie ja nur aus, wenn das passiert und dann für circa eine Minute. Das heißt, in dem Fall bei Überwachung hat sie 45 Auslösungen, die mit einer Akkuladung ausgelöst werden können. Da kannst du eigentlich Objekte, wo niemand sein dürfte, wochenlang überwachen. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, kann man natürlich auch direkt eine Powerbank anschließen und das mit Direktstrom versorgen. Was Sie noch brauchen, ist eine Micro-SD-Karte. Die kommt hier rein. Bitte schauen Sie, dass sie Klasse 10 hat, also von der Kategorie. Und dann kann es losgehen. Und das ist eine der kleinsten Action-Cams, die ich kenne. Und das auch noch zu einem wirklich unglaublich günstigen Preis. Ja, und wenn Sie clever sind und wissen möchten, wer hat den Käse gemopst oder was passiert so auf meinem Grundstück oder sich einfach ein bisschen sicher fühlen möchten, Sie bestellen das mit der NX4438 und der 569 am Ende. Und das war jetzt unser Platz Nummer 10. Jetzt bin ich tatsächlich, mein lieber Ralf, unglaublich gespannt jetzt schon, was unsere Zuschauer so gewählt haben auf Platz 9. Aber ich muss jetzt noch mal sagen, wie toll das ist, wirklich in so einem kleinen Gerät wirklich so viel Leistung integriert zu haben. Das ist wirklich ganz, ganz prima. Das ist ja wirklich, das ist ja mini-mini. Zuckerwürfelgroß. Ja. Unglaublich. Und jetzt, meine lieben Damen und Herren, wechseln wir zu Platz Nummer 9. I want it all.
es ist eigentlich nicht zu glauben, aber es geht noch kleiner mit Kameras. Und das werden wir uns hier jetzt anschauen. Dankeschön, Monika. Erstmal haben wir hier einen wunderschönen Kugelschreiber. Der kommt auch genau so zu Ihnen. Und den packen wir jetzt mal aus. Und ich gebe ihn dir mal in die Hand, Cindy, und du schaust mal, na, einmal rausnehmen, du schaust ihn dir mal an und sagst mir, wie der Kugelschreiber gefällt und ob dir irgendwas an diesem Kugelschreiber auffällt. Schau ihn bitte genau an, mit Adleraugen, wirklich alles anschauen. Ist doch ein schöner Kugelschreiber, oder? Ja, jetzt muss ich natürlich verstehen, was ihn so besonders hier macht. Also, Adleraugen. Nein, nützt dir nichts. Selbst wenn man, ich nehme ihn mal kurz wieder zurück. Ja. Mit diesem Kugelschreiber, mit dem man natürlich auch herrlich schreiben kann, der hat eine blaue Mine mit schönem Schriftbild, kommst du dir eigentlich vor wie ein Geheimagent. Und jetzt kommen Sie mal ein bisschen näher zum Kugelschreiber. Und noch näher und noch näher. Ja, und egal wie nah Sie kommen, Sie werden es nicht sehen. Hier oben in diesem kleinen Steg drin, hier ist eine Full HD-Kamera eingebaut, ja, und sogar ein Mikrofon, das ist unten dran, das sieht man nicht. Also hiermit kannst du Full-HD-Aufnahmen machen und das ganz einfach, hier oben ist ein Knopf, einmal draufdrücken, ist aktiviert und jetzt kannst du hier wirklich tolle, tolle Überraschungsvideos machen. Ich sag dir jetzt mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du das auch kennst in deiner Familie, also wenn ich zum Beispiel meinen Sohn oder meinen Schwiegersohn, wenn ich die filmen oder fotografieren will, die machen immer Grimassen oder so, du kannst nie natürliche Bilder machen. Nee. Meine Tochter, meine Jüngste ist ganz schlimm, ja, die versteckt sich immer, nee, keine Fotos. Hier kannst du unvoreingenommene Fotos und auch Videos machen und das ist herausragend. Hm. Keiner fühlt sich beobachtet, ja, und jeder gibt sein natürliches Ich. Also ich sage jetzt mal wieder Familienfeier, da steckst du es so ins Hemd, machst sie an und filmst, was wirklich passiert. Ja, natürlich, das möchte ich noch dazu sagen, aber das wissen unsere Pearl TV-Zuschauer, die berücksichtigen das auch. Wir berücksichtigen die Persönlichkeitsrechte von einzelnen Personen. Natürlich. Also da wird nichts veröffentlicht, was nicht jemand genehmigt hat oder so. Aber jetzt kannst du Aufnahmen machen, die du sonst nicht machen könntest. Oder ein anderes Beispiel, sie arbeiten in einem Büro und haben immer das Gefühl, ich spreche jetzt extra von Gefühle, dass während ihrer Mittagspause irgendjemand an ihrem Schreibtisch sitzt und Schindluder treibt. Dann stecken sie diesen Kugelschreiber einfach mal in ihre Box, in der Stifte drin sind. Ja, lösen es aus, gehen ganz beruhigt in die Mittagspause und danach können sie schauen, ist da was dran, treibt wirklich jemand Schindluder. Und ich möchte Ihnen ganz, ganz kurz die Technik zeigen, weil das ist wirklich der Wahnsinn, wenn wir den mal aufdrehen, da wo normalerweise die Mine ist, ja, dann sehen wir hier drin eigentlich das Geheimnis. Nämlich einmal einen Steckplatz für eine Micro-SD-Karte und die Ladebuchse. Hier ist ein Micro-USB-Anschluss, also zum Aufladen, denn auch hier haben wir einen Akku drin, der bis zu 40 Minuten Full-HD-Aufnahmen möglich macht. Und die Mine, nochmal, die kommt hier raus, die ist sogar auswechselbar. Also ein schöner Kugelschreiber und eine Full-HD-Kamera im, ich sage jetzt mal, so Geheimagent-Style. Ich würde sagen, das ist ein richtiger Hightech-Kugelschreiber, den Sie bestellen mit der NX4486 und der 569. Und ich muss Ihnen natürlich sagen, wenn Sie clever sind, schaffen Sie sich mal diesen Kugelschreiber an, denn da rechnet keiner mit. Das ist nicht nur ein Gag, sondern er ist vielseitig verwendbar und so ein Kugelschreiber-Reif, das ist doch ein absoluter Hammer, der tatsächlich so viel kann, habe ich noch nie gesehen. Ich bin super begeistert von diesem Produkt und ich brauche ihn und ich finde, der gehört auch in jedes Büro. Das war jetzt unser Platz Nummer 9. Das war schon wirklich prima. Und jetzt geht es aber weiter, meine lieben Damen und Herren. Und wir starten mit der Nummer 8. So, und jetzt geht es natürlich nicht um unauffällige Aufnahmen, sondern wirklich um gewollte, gezielte Aufnahmen von tollen Events. Ja, und zwar haben wir hier einen 4K-Camcorder. Zu dem komme ich gleich, aber er wird so geliefert. Also auch wenn man unterwegs ist, in dieser Gürteltasche. Hier haben wir eine Gürtelschlaufe, das heißt ganz einfach an die Hose, an Gürtel dran. Und dann ist er durch diesen Klettverschluss, ist die Kamera jederzeit griffbereit. Ich möchte Ihnen auch zeigen, wie einfach und die einsatzbereit ist. Wir machen vorne die Schutzhaube vom Objektiv weg. Und wenn Sie
Sie jetzt mal hierher schauen, ich muss nicht mal einschalten, ich mache den Bildschirm auf und schon habe ich hier das Referenzbild, was die Kamera, da sehen wir es, was die Kamera gerade filmt. Jetzt können wir hier Cindy mal ein bisschen filmen und auch ein bisschen ranzoomen. Ja, hier. Aber was ich wichtig finde, ist ganz einfach die Auflösung. Und wir schauen mal hier auf die Seite 4K. Das ist die Qualität unserer Studio-Kameras, ja, also die best für auch für den Privatmann im Moment die bestmögliche Auflösung. Und jetzt, Cindy, du machst ja viele, viele Filme oder viele Aufnahmen jeden Tag mit deinem Handy. Ja? Das stimmt, Ralf. So, und das ist ja auch toll, das machen wir ja alle. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast eine Veranstaltung von einer halben Stunde, die du filmen willst oder eine Hochzeit. Würdest du eine halbe Stunde so mit dem Handy hinstehen und filmen? Nee. Tatsächlich nicht. Es funktioniert auf Dauer auch nicht. Mhm. Ganz einfach. Erstens mal ist der Speicher irgendwann voll, der Akku ist leer und du weißt irgendwann mal nicht mehr, guten Tag, wie du das Handy halten sollst. Also machen Sie weiter kleine Clips mit dem Handy, aber wenn es wichtige Veranstaltungen gibt, Jubiläen, Hochzeiten, Urlaube, Theateraufführung der Kinder, der Enkel und, machen Sie die mit einem Hochleistungs-Camcorder, nämlich hier mit dieser 4K-Kamera. Weil das, was Sie jetzt filmen, das ist nächste Woche schön anzuschauen, aber es sind in 20, 30, 40 Jahren die historischen Aufnahmen, die Sie Ihren Enkeln, Urenkeln, Ururenkeln, je nachdem, zeigen können und sagen, guck mal, so hat Opa vor 40 Jahren ausgesehen. Und da sollte man heutzutage darauf achten, dass die bestmögliche Qualität vorhanden ist. Und die haben wir hier mit 4K. Fotos sind auch möglich. Die haben wir mit 48 Megapixeln, also auch unglaubliche Auflösung. Ja, ein Sony-Sensor, der für beste Aufnahmen sorgt. 18-fach Digital-Zoom. Und das ist auch was ganz Wichtiges. Cindy, hast du mit deinem Handy bei einem Video schon mal versucht zu vergrößern? Tatsächlich, aber die Qualität des Ganzen, mein lieber Ralf, war immer nicht wirklich gut. Ich war nie wirklich begeistert davon, weil umso mehr ich dann natürlich rangezoomt habe, umso schlechter war natürlich die Verpixelung. Ja. Und es wackelt wie ein Kuhschwanz. Und es wackelt, ja. Du kriegst das nicht mehr stabilisiert, du musst es irgendwo hinlegen. Ja, hier haben wir natürlich einen Bildstabilisator drin, automatischen Weißabgleich, alles, was man sich wünscht. Sodass wir auch als Laien trotzdem im Moment für uns Laien perfekte Aufnahmen machen können mit perfekter Ausleuchtung. Man kann sogar oben noch ein Richtmikrofon, wenn man Veranstaltungen macht, aufsetzen, aber da ist schon ein Mikrofon integriert. Aber das nimmt den Raum auf, wenn man wirklich Konzerte oder sowas, würde ich dazu raten. Aber ich finde das klasse, hier kommt eine Micro-SD-Karte wieder bis 128 GB rein. Das heißt, selbst in 4K-Auflösung kann man hier wunderbare Bilder machen. Und jetzt hast du auch immer eine Hand frei. Wir haben übrigens auch eine Fernbedienung dabei. Die halte ich für ganz wichtig. Kennen Sie der eine, der immer im Weg rumläuft bei jeder Veranstaltung, weil er immer an die Kamera muss und die bedienen muss? Hier können Sie es natürlich auf ein Stativ stellen in diesem Fall und dann auch mit der Fernbedienung bedienen. Also für mich ist das wirklich ein absolutes Highlight der Kameratechnik und vor allem zum bezahlbaren Preis, weil 4K-Camcorder habe ich immer gedacht, so 300, 400, 500 €. Und jetzt schauen wir auf unseren phänomenalen, wirklich super günstigen TV-Sonderpreis. Das ist wirklich ein Knaller, 113,99 Euro mit der Bestellnummer NX4907, die 569 wieder am Ende. Und vielleicht haben Sie ja Ihren Urlaub schon geplant und da ist das natürlich der absolut ideale Begleiter, denn wir alle wissen, Erinnerungen im Kopf sind immer sehr, sehr schön, aber es ist natürlich viel schöner, diese auch festzuhalten und das natürlich auch in einer hervorragend guten Qualität. Das ist mit unserem Handy tatsächlich nicht immer so möglich, wie es gewünscht ist. Und da ist das natürlich ein absolutes Highlight. Ich würde sagen, Ihr täglicher Begleiter. Das war unser Platz Nummer 8 und das war wirklich super, wirklich. Also für mich ein absolutes Highlight. Und wir machen weiter mit unserem Platz Nummer 7. Das könnte der Start in ein neues Hobby sein, aber auf jeden Fall das Eintauchen in eine neue Welt. Weil das ist ein sogenanntes binokulares Nachtsichtgerät. Und das macht bei Ihnen zu Hause, auch in der Umgebung, die Nacht zum Tag.
Tag. Binokular heißt ganz einfach, hier, man schaut mit beiden Augen rein und zwar viel einfacher als bei einem Fernglas, denn bei einem Fernglas muss ja das Gehirn noch ein bisschen arbeiten, muss aus zwei Bildern eines zusammenfügen. Hier, und dazu schalte ich es einfach mal ein, damit Sie das auch deutlich sehen, haben wir wie einen großen Monitor, einen Fernseher. Und da kann man alles sehen. Und zwar, jetzt sehen Sie es hier, ja, jetzt sehen Sie natürlich nicht viel, weil ich direkt auf mein Hemd filme, aber das ist tagsüber schon ein tolles Fernglas mit 700 Metern Sichtweite. Aber bei Nacht, und jetzt schauen wir uns das mal von vorne an, also sehen wir hier natürlich einmal, das ist das Objektiv hier, da kann ich auch scharf stellen und näher und weiter. Wir haben hier auch einen Vierfach-Zoom, den wir einstellen können, aber das hier ist wichtig. Und wenn Sie hier jetzt mal reinschauen, sobald die Dunkelheit kommt, schalte ich nämlich die Infrarotbeleuchtung zu. Sehen Sie das? In 7 Stufen, je nach Dunkelheit. Und damit mache ich die Nacht zum Tag. Und jetzt kann ich Sachen beobachten, die ich mit unserem menschlichen Auge gar nicht sehen würde, weil wir sehen nachts einfach nichts. Und ich finde das unglaublich interessant. Und wenn man ein bisschen Natur interessiert ist, weiß man, gerade die heimischen Wildtiere, die sind zum größten Teil nachtaktiv. Das heißt, die kann ich nur nachts sehen. Also ob das Füchse sind, bei mir zu Hause zum Beispiel sind es Waschbären, die eigentlich fast jede Nacht bei mir unterwegs sind. Das sind Originalaufnahmen aus meinem Garten. Ich habe mich immer gewundert, was raschelt, was rumpelt da die ganze Nacht. Du siehst die nicht. Ja, und das ist mein Vogelhäuschen. Und die kommen fast jede Nacht. Und das, was die Vögel übrig lassen, das vernaschen die Waschbären. Ja, ich habe die auch nicht vertrieben, weil ich finde die super süß. Und ja. Die machen ja nichts kaputt. Ja, aber die sind wie ein Staubsauger. Das ist wirklich phänomenal. Ich finde das unglaublich spannend, weil wir haben uns natürlich schon vor der Sendung darüber unterhalten. Und da hat der Ralf mir erzählt, dass er tatsächlich eigene Videos hier hat, wo man diese Waschbären sehen kann und auf einem großen Hof lebt, wo viele Tiere sind. Das fand ich unglaublich interessant. Ich sehe tatsächlich, meine lieben Damen und Herren, das erste Mal dieses Video. Und da schauen Sie sich mal an, wie putzig das ist. Das würde man ja mit bloßem Auge oder am Tageslicht gar nicht sehen können. Und das ist natürlich unglaublich spannend, sich auch mal hinzusetzen und diese Bildaufnahmen dann zu betrachten, ne, am nächsten Tag halt. Genau. Und was man jetzt eben gesehen hat, man kann es auch zeigen. Also nicht nur, dass man jetzt die Eindrücke live erlebt, das kann man natürlich jederzeit, aber wir haben auch hier die Möglichkeit, ganz einfach zu filmen oder zu fotografieren. Also das, was du gerade gesehen hast, dieser Film, der ist mit einem Nachtsichtgerät entstanden. Und natürlich gibt es hier, das ist zum Beispiel, Ingo war dann auch wirklich ganz heiß drauf und er hat bei sich mal im Garten geschaut, was so nachts keucht und fleucht. Und das ist ein Igel. Ja. Ja, also da siehst du auch ein nachtaktives Tier und da kannst du Aufnahmen machen, das ist wirklich schön. Und vor allem, du behältst sie nicht nur in deinem Kopf, sondern du kannst sie dann auch allen anderen zeigen. Ja. Ich habe die Videos natürlich an meine Tochter geschickt und die hat sie den Enkeln gezeigt. Die sind fast ausgeflippt. Boah, und vor allem, auch wichtig, diese unglaubliche Grauabstufung. Ja. Sie kennen den Satz, nachts sind alle Katzen grau. Das heißt eigentlich, nachts gibt es keine Farben. Aber es gibt eine hervorragende Grauabstufung, die diese Nachtsichtgeräte haben. Und dann ist es fast wie Farbe. Und wenn Sie einen Wald in der Nähe haben, legen Sie sich mal auf die Lauer. Ja, auch einem freien Hochsitz. Da kann man ruhig mal hoch, aber bitte nicht mit Waffe, sondern mit Nachtsichtgerät, was früher eigentlich nur fürs Militär war. Und dann werden Sie Sachen erleben, die Sie sich und sehen, die Sie sich nie erträumt haben. Und das geht eben nur mit einem solchen Nachtsichtgerät. Nochmal, tagsüber ein Fernglas, nachts ein Nachtsichtgerät. Man kann also ruhig mal in die Dämmerung ein bisschen wandern gehen und sich dann überraschen lassen, was alles auf einen zukommt. Absolut cooles technisches Gadget, das muss man mal wirklich sagen. Und Sie bestellen sich das nach Hause und zwar mit der NX4560 und der 569. Ich finde das total spannend. Vielleicht leben Sie auf dem Land oder vielleicht auch in der Stadt. Betrachten Sie einfach mal mehr die Natur und das, worum es eigentlich so geht. Schalten Sie doch mal den Fernseher ab und schauen Sie einfach, was unmittelbar vor Ihren Augen passiert. Und das ist manchmal viel interessanter. Ich bin total begeistert, der Ralf ja auch. Und wir haben Ihnen jetzt den Platz Nummer 7 gezeigt. Und wir freuen uns natürlich jetzt auch auf den Platz Nummer 6. Ja, und
jetzt geht es um Ihre Sicherheit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Ihnen wird es ähnlich gehen wie mir. Ich habe heute erst wieder in einem Bericht gelesen, Einbruch in unserer Nachbargemeinde, also keine 10 Kilometer weg von meinem Wohnort, wurde in ein Einfamilienwohnhaus eingebrochen. Und früher hat man sowas in Krimis gesehen oder vielleicht mal in Aktenzeichen in der Kriminalistik-Sendung, aber das war immer so weit weg. Es kommt immer näher und bei Ihnen auch. Und da müssen wir etwas dagegen tun und auch, dass wir uns sicher fühlen. Jetzt weiß ich, du wohnst in Osnabrück, aber da wird es auch immer mal wieder Einbrüche geben, oder? Das stimmt, leider, ja. Überall, leider überall. Und mit so einer Kamera kann man sich jetzt wirklich perfekt schützen. Und das ist eine Outdoor-Überwachungskamera, eine sogenannte Pan-Tilt-Kamera. Und die bringt man einmal an und jetzt natürlich Stromanschluss anschließen. Und jetzt sehen wir hier eine Kamera, die erstens mal Nachtsicht hat, und zwar eine Nachtsicht, die ich vorher an der Kamera noch nie gesehen habe. Durch diese Hochleistungs-Nachtsicht-LEDs haben wir 50 Meter auch Sichtweite bei Nacht. Mhm. Ja? Dann haben wir eine Pan-Tilt-Funktion. Pan-Tilt heißt schwenken, neigen. Mhm. Und darf das nicht, da darfst du gerne. Mhm. Normal passiert das natürlich automatisch. Mhm. Einmal angeschlossen und verbunden haben wir hier ein Objekt-Tracking, nennt sich das. Das heißt, hier werden Menschen, und ich betone jetzt wirklich Menschen, die im Einzugsbereich sind, die werden verfolgt. Es gibt also keinen toten Winkel mehr. Und somit können Sie jetzt in dem Fall entweder Terrasse oder Eingangsbereich zu 100% überwachen. Und jetzt kommen wir noch zu etwas ganz Speziellem. Denn wir können jetzt nicht nur überwachen, sondern können jederzeit auch auf die Live-Bilder zugreifen, könnten sogar eine Sirene aktivieren, also richtig schöne Alarmanlagen-Sirene, können auch sagen, durch ein Zwei-Wege-Kommunikationsset, mach dich mal vom Acker, wir können auch die Scheinwerfer anmachen und sowas schreckt unglaublich ab. Damit kann ich eben Einbrecher vertreiben. Und ganz wichtig ist, das gilt für alle Überwachungskameras, tun Sie das auch kund. Ich meine, die ist ja gut sichtbar. Dann machen Sie einfach an den Eingang Ihres Grundstücks ein kleines Schild. Dieses Objekt wird videoüberwacht. Ja, videoüberwacht, das schreckt schon die meisten Einbrecher ab. Weil es gibt eigentlich keine spontanen Einbrecher. Die kundschaften die Objekte immer vorher aus. Und glauben Sie mir, wenn Sie eine Kamera haben und die zwei Nachbarn nicht, wer von den drei Häusern, wo wird wohl eingebrochen? Nicht in das Haus mit der Kamera. Und was mich hier begeistert, ist ganz einfach, dass es auch vom Laien heutzutage einzurichten ist. Man muss Strom haben dort, das hat man aber oftmals, die Stromversorgung auf der Außenseite, das ist kein Problem. Und alles andere ist beschrieben. WLAN ist sehr von Vorteil, ganz klar, weil wir eben damit den Zugriff weltweit auf diese Kamera haben. Aber man muss jetzt natürlich nicht die ganze Zeit am Handy sein, ist da was, ist da nichts. Nein, man kann die Aufnahmen auch, oder die werden auch automatisch aufgenommen in der Kamera. Jetzt haben wir noch eine Funktion, die nennt sich Patrouillenfunktion. Und zwar, das ist eigentlich wie wenn du einen Wachdienst beauftragst und sagst, er soll einmal in der Stunde um dein Haus laufen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Ja, jetzt kann die Kamera natürlich nicht ums Haus laufen, aber sie schwenkt dann, wenn Sie das einstellen, so einmal in der Stunde oder in dem Zyklus, den Sie eingestellt haben, die Patrouillenfunktion ein. Das heißt, das ganze Grundstück wird abgescannt, ja, und bei Nacht natürlich mit Nachtsicht, bei Tag ganz normal in Full-HD-Auflösung. Und dann kann man auch mal draufschauen, kann sagen, okay, alles in Ordnung, da ist nichts passiert. Und das finde ich so klasse, dass wir diese Kamera hier so unglaublich kostengünstig anbieten können und vor allem, dass sie wieder lieferbar ist, weil sie war lange ausverkauft. Ich habe neulich erst so einen Artikel gelesen, Deutschland rüstet auf. Und da ging es um die Überwachungskameratechnik. Und seien Sie auch clever, schützen Sie Ihr Eigenheim einfach. Die kosten doch sonst wirklich eine Menge Geld. Also als ich immer gesehen habe, was sie so im Schnitt kosten, ich bin wirklich begeistert. 56,99, das ist natürlich ein absoluter Hammer, da sind wir ganz ehrlich. Sie bestellen diese Kamera mit der ZX51 27569 am Ende. Schlafen Sie doch einfach ruhiger. Machen Sie sich keinen Kopf mehr. Ach, war da was oder war da nichts? Installieren Sie sich so eine tolle Kamera zu einem natürlich Knallerpreis hier exklusiv bei Pearl TV. Damit machen Sie nichts falsch und damit sichern Sie sich ab und vor allen Dingen auch Ihre Familie, Ihre Kinder. Ne? Also die Mama möchte ruhig schlafen. Ich bin unglaublich begeistert von unserem Platz Nummer 6 und wir machen weiter mit Platz Nummer 5. Ja, wir
bleiben weiter bei Outdoor-Überwachung. Also Ihr Grundstück absichern, Ihren Eingangsbereich. Und hier haben wir für mich die beeindruckendste Kamera. Ja, und was hier beeindruckend ist, gerade eben hatten wir schon eine super Outdoor-Kamera, aber da braucht man Stromkabel. Und wenn Sie jetzt sagen, ich möchte aber kein einziges Kabel verlegen, dann ist das hier Ihre erste Wahl. Festzumachen, unglaublich einfach, da gibt es zwei Möglichkeiten. Zur Kamera direkt kommen wir gleich. Man kann sie einmal auf ein Stativ montieren, wenn man das will, dann ausrichten. Aber was ich noch viel besser finde, ist diese Magnethalterung. Zwei, und das ist die einzige Installation, die man machen muss, zwei Schrauben dorthin, wo Sie sie hinmachen müssen. Und dann sehen wir hier hinten ebenfalls ein Magnet. Und schau mal, so. Ja, und jetzt kann ich die natürlich ausrichten, so wie ich will. Und das mit zwei Schrauben. Und Sie sehen jetzt an dieser Kamera kein Kabel. Und Sie werden auch zu Hause kein Kabel sehen, weil einmal ist die Akku betrieben mit einer Akkulaufzeit bis zu einem Jahr und zum anderen funktioniert hier auch alles wieder mit WLAN. Sobald Bewegung vor die Kamera kommt, bei Tag oder bei Nacht, dann wird aufgenommen und da entgeht nichts mehr. Da kann man mal schauen, war die Tante Helga da und wollte mich besuchen oder war der Postmann da oder auch eben die bösen Jungs identifizieren. Und ganz unten, dreh es noch mal ganz kurz rum, Monika. Unten sehen wir einmal den Ladeanschluss, also einmal im Jahr oder je nach Nutzung halt, vielleicht auch einmal alle 9 Monate muss man so abnehmen und aufladen. Und unten drunter sehen wir wieder den Micro-SD-Kartensteckplatz. Das ist das Speichermedium. So, und da wird jetzt alles drauf aufgenommen. Und ganz ohne Kabel, egal wo, ja, im WLAN-Bereich ist diese Kamera einzusetzen und das ist auch das Geheimnis Ihres Erfolges. Aber jetzt muss ich nicht jedes Mal die Karte rausnehmen und schauen, was ist denn passiert, sondern gleichzeitig hast du hier die Möglichkeit, über dein Handy, ganz egal welcher Anbieter oder auch über ein Tablet, wenn da Mobilfunk bzw. Internet drin ist, auf die Kamera zuzugreifen. Und zwar auf die Live-Bilder oder auch auf die bereits getätigten Aufnahmen. Und das heißt, da bleibt wirklich nichts im Dunkeln. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Bis welcher Entfernung ist denn das Ganze möglich, mein Lieber? Also die Entfernung ist, du siehst es ja, also hier haben wir 10 Meter ungefähr den Bewegungssensor. Also wenn jemand viel zu nah an dein Objekt kommt, der eigentlich da nichts zu suchen hat. Das Gleiche auch bei Nachts. Bei Nacht schalten sich die Infrarot-LEDs ein und nehmen das auch auf aus 10 Metern Entfernung. Und jetzt sieht man ja oftmals so Aufnahmen in irgendwelchen Kriminalsendungen. Und dann siehst du, unsere Überwachungskamera hat aufgenommen. Und da sieht man oft so unglaublich schlechte Qualität. Da denke ich, haben die Kinder Spielzeuge aufgehängt? Heutzutage ist es doch möglich, in Full HD wirklich gestochen scharfe Aufnahmen zu machen. Ja, also hiermit hättest du klare Aufnahmen bei Tag und bei Nacht. Und auch hier wieder der Tipp, tun Sie es kund, schreiben Sie an den Eingang, ja, irgendwo von Ihrem Grundstück oder direkt neben das Klingelschild, so groß, dass es keiner übersehen kann, dieses Haus wird videoüberwacht. Man kann auch, und das gilt für diese Kamera und auch für die vorherige Kamera, mehrere Kameras koppeln. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, eins auf die Terrasse, eine vorne in den Eingangsbereich. Ja? Man könnte sie auch nach allen 4 Seiten. Das ist alles mit der gleichen App zu steuern bzw. zu kontrollieren. Und was hier wichtig ist, man kauft sich nicht etwas, um Einbrecher zu überführen. Das wäre natürlich dann, wenn es mal passiert, der Optimalfall. Man kauft sich hier auch eine innere Ruhe, ein Sicherheitsgefühl, das wir, glaube ich, alle wollen. Wir haben alle ein Bedürfnis nach Sicherheit, heute mehr denn je. Und mit so einer Kamera installiert und dem Schild am Eingang fühlt man sich sofort sicherer, weil man weiß, sollte wirklich mal was passieren, wird es in Full HD aufgezeichnet bei Tag und bei Nacht. Und eine letzte Option, auch hier haben wir eine Zwei-Wege-Kommunikation. Das heißt, wenn der Postbote mal davor steht und Sie sind gerade beim Einkaufen, können Sie sagen, ach, legen Sie es doch um die Ecke ab, ich bin in 3 Minuten zu Hause. Und das Ganze tatsächlich nur für 75,99 Euro. Da kann man wirklich nicht meckern. Und das Ganze mit der Bestellnummer NX4959 und der 569 am Ende. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, das sieht nicht nur super schick aus, dieses Gerät, sondern es ist wirklich durchaus nützlich und es passt wirklich in jeden Haushalt, in jede Firma, überall hin, wo es benötigt wird. Ich bin begeistert von unserem Platz Nummer 5 und wir machen weiter mit Platz Nummer 4. Ja,
Jetzt kommt ein Aufruf oder eine Kamera für alle Autofahrer. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das ist eine sogenannte Dashcam. Ist wieder so ein englisches Wort. Dash kommt von Dashboard, vom Armaturenbrett, Cam von Kamera. Also im Prinzip eine Armaturenbrettkamera, was aber auch nicht ganz richtig ist. Aber wir haben hier eine der besten Dashcams, die ich jemals gesehen habe. Und was ich hier toll finde, also das ist innen, das ist Ihr Referenzmonitor mit einer Kamera nach innen, die man auch jederzeit verändern kann im Neigungswinkel, und einer nach außen. Zwei Weitwinkelkameras, also egal was in oder hinterm Auto passiert, wird aufgenommen, und auch das, was vorne bzw. links und rechts passiert. Schön ist, dass die Kamera im Prinzip direkt startet, sobald Sie Ihre Zündung anmachen. Einmal installiert ist das ganz einfach. Da sehen wir so einen Industriekleber, dorthin machen, wo es für einen am besten ist. Und jetzt weiß man, jeder Weg meiner Fahrt wird dokumentiert von einem unbestechlichen Zeugen in Full HD, nein, in QHD-Qualität. Das ist eine Auflösung, die ist noch besser als Full HD für die Techniker unter Ihnen. Das sind 2560 mal 1440 Pixel. Da bleibt wirklich nichts mehr unentdeckt. Und diese Kamera ist wirklich für jeden eigentlich so eine kleine Versicherung. Das kann man wirklich sagen. Also wenn ich Verkehrsminister wäre, hätte ich schon lange ein Gesetz auf den Weg gebracht, das sagt, jeder Autofahrer muss eine Dashcam haben. Ja, warum? Die Nörgler würden nicht mehr nörgeln, die Drängler nicht mehr drängeln, die Raser nicht mehr rasen. Wir hätten ein viel friedlicheres Miteinander hier. Und, aber ich bin kein Verkehrsminister, deshalb wird das allerhöchstwahrscheinlich niemals der Fall sein. Aber Sie können sich selber ein bisschen schützen, weil wenn es zum Unfall kommt, gibt es oftmals die Diskussionen, wer war schuld? Ich weiß nicht, hattest du in deinem Leben schon mal einen Unfall? Ja. War die Schuldfrage geklärt? Nee, ging vor Gericht. Ja, ging vor Gericht, war in der 30er-Zone rechts vor links Situation und war ganz schön schwierig. Ist dann. Das ist auch für die Polizei schwierig und es ist nicht mal immer böser Wille. Das passiert ja so schnell, dass man gar nicht mehr genau weiß, was ist passiert. Die Polizei versucht dann, aus verschiedenen Aussagen ein Gesamtbild zusammenzufügen. Und wenn man dann wirklich in der unglücklichen Lage ist, einen Unfall gehabt zu haben und dann auch noch unschuldig Schuld oder Teilschuld bekommen hat, nagt das ewig an einem. Hiermit können Sie verschiedene Sachen jederzeit wiedergeben, nämlich die Unfallsituation mit Datum und Uhrzeitstempel, was passiert ist, also das glaubt dir kein Mensch, mir ist eine Tür aufs Auto gefallen oder was immer das war, ja. Aber du siehst, hier hast du Beweisvideos, zusätzlich auch noch mit GPS, also mit der genauen Ortung, wo es passiert ist, aber was noch viel wichtiger ist, auch deine Geschwindigkeit wird übers GPS auf die Stundenkilometerzahl genau aufgezeichnet. Also selbst wenn einer sagt, ach, der war doch viel zu schnell in der 30er-Zone, kannst du sagen, nee. Das hätte ich gut gebrauchen können, da meine Erfahrung. Meine Kamera hat aufgezeichnet, ich bin nur 31,4 gefahren, ich war nicht viel zu schnell. Ja. Guck mal, diese Luftballons, das glaubt dir auch kein Mensch. Das hier, ja, auch als Unfallzeuge ist das ganz wichtig. Ich habe schon mehrfach auch im Internet mal Aufrufe gelesen, bei schweren Unfällen, wo die Polizei Fahrer bittet, mit Dashcam ihre Aufnahmen doch zur Verfügung zu stellen, damit sie den Unfallhergang rekonstruieren können. Also unglaublich einfach zu installieren. Zwei Weitwinkelkameras nach vorne und nach hinten. Ingo hat das übrigens mal benutzt. Er hat sie mitgenommen nach Bremen und waren lustige Aufnahmen, war wirklich toll. Er hat sich selber mal bewundert, was für ein Gesicht er macht während der Fahrt. Und ich hoffe auch, dass Sie mit dieser, das ist die beste Dashcam aus unserem Programm, immer nur lustige und schöne Aufnahmen machen. Da sehen wir die Aufnahmen, von denen ich gerade gesprochen habe, von unserem Kollegen Ingo. Und die sind wirklich herausragend toll. Und ich hoffe, dass Sie immer nur lustige Aufnahmen machen. Aber wenn es dann mal zum Unfall kommt, dann hast du Beweisvideos und dann ist nicht mehr Aussage gegen Aussage oder stimmt das, sondern es ist ganz klar, es liegt auf dem Tisch. Da sprichst du wahre Worte, mein Lieber. Und zwar bestellen Sie mit der Bestellnummer NX4820 und der 569 für 94,99 €. Das ist wirklich ein Schnapper, also unter 100 €. Das muss man sich mal überlegen. Und gerade um wichtige Sachen auch zu klären oder sich zu überwachen oder vielleicht hier als kleinen Gag hier wieder Ralf das schon gesagt hat, also ein absolutes Must-Have meiner Meinung nach. Ich bin sehr begeistert, das war unser Platz Nummer 4 und wir machen weiter mit Platz Nummer 3.
Denn wir bleiben noch ein bisschen beim Autofahren. Und hier kommt für mich wirklich das beste nachrüstbare Zubehör, das ich kenne. Cindy, du fährst ja auch schon lange Auto. Ist dir beim Rückwärtsfahren schon mal ein kleines Malheur passiert? Ja, ich habe schon mal so ein kleines bisschen den Bordstein mitgenommen. Warum? Ja, ich habe das nicht ganz genau einschätzen können. Nicht, ne? Gesehen. Ich glaube, egal wie gut man ist. Nee, ich muss erst noch eine Gegenfrage machen. Monika, ist dir beim Rückwärtsfahren schon mal was passiert? Gott sei Dank bis jetzt noch nicht. Warum? Ich habe eine Rückwärtskamera. Das ist es, eine Rückfahrkamera. Das heißt, beim Rückwärtsfahren keinen toten Winkel mehr. Und das haben wir heutzutage in modernen bzw. teuren Autos. Aber ich habe es nicht in meinem Auto und du wahrscheinlich auch nicht. Aber hier ist etwas, das ist so einfach nachzurüsten. Man muss es man muss keine Vorkenntnisse haben, um die zu installieren. Und vor allem, man muss nicht in die Autoelektrik eingreifen, sondern das ist ein autarkes, selbstständiges System. Das Einzige, was man machen muss, den Monitor in die 12-Volt-Steckdose einstecken. Jetzt verbindet sich der Monitor automatisch mit der Kamera. Und zwar über Funk, die hinten sich selber versorgt über Solarzellen mit Strom. Also auch kein Kabel reinlegen. Einfach am Nummernschild festmachen. Und wir werden das gleich eins zu eins hier wirklich mal anschauen, wie das funktioniert. Und jetzt hast du, sobald du rückwärts fährst, die Möglichkeit, nach hinten zu schauen. Und zwar dorthin, wo die Spiegel nichts sehen und wo du nichts siehst. Nämlich dorthin, wo normalerweise ein toter Winkel ist. Und das mit Hilfe dieser Kamera. Wichtig ist, in 5 Minuten installiert und rückstandslos auch wieder abgemacht. Und jetzt sehen wir, hier ist das unter dem Nummernschild, das haben sie ganz schnell festgeklemmt oder geschraubt. So, und jetzt haben wir hier den Monitor, den machen sie vorne ganz einfach im Cockpit fest. Und jetzt kommt die 12-Volt-Steckdose. Und wir stecken ein und schauen, wenn wir jetzt Strom haben, habe ich den eingeschaltet? Nein, das sollte ich noch tun. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir Strom und schauen Sie, jetzt kommt sofort das Kamerabild. Ja, und jetzt haben wir keinen toten Winkel. Jetzt haben wir es nicht am Auto angebracht, das heißt, wir sehen einfach nur hier unser Studio. Aber das hier ist normal die Ecke, die man nicht sieht. Und auch ich bezeichne mich, ich glaube, das machen alle als relativ guten Autofahrer. Ach, das sagen die Männer immer. Das sagen auch Frauen eigentlich immer, ich kann gut fahren. Aber es kann jedem mal passieren und ist auch den meisten von Ihnen schon mal irgendwann im Leben passiert, dass beim Rückwärtsfahren irgendwas übersehen hat. Ob das so ein kleiner Polder ist, ein Stein, ein Bordstein, wie bei dir. Das Schlimmste wäre natürlich, wenn du Personen übersehen würdest, gar ein Kind. Hättest dann Personenschaden. Wenn wir jetzt hier einen Moment drauf bleiben, werden wir gleich sehen, die Kamera geht nach einer Minute oder der Monitor nach einer Minute automatisch aus. Weil wir wollen ja, wenn wir vorwärts fahren, müssen wir nicht sehen, was hinten passiert. Das heißt, wir müssen uns nur in Zukunft eine Handbewegung angewöhnen, wenn wir den Rückwärtsgang reinmachen. Da sehen Sie es, hier drauf drücken. Schauen Sie, hier, in dem Moment, wo ich den Rückwärtsgang eingelegt habe und sofort habe ich das Bild hinter meinem Kofferraum. Und ganz egal, wie klein, wie groß Ihr Auto ist, hinter dem Kofferraum haben wir alle einen toten Winkel. Noch schlimmer ist es, wenn du ein Wohnmobil hast oder gar einen Wohnanhänger, also einen Wohnwagen, dann kann man das natürlich abmachen, am eigentlichen Nummernschild, am Auto, und dann nach hinten machen. Auch ohne Installation, weil die Funkstrecke zum Monitor darf bis zu 25 Meter betragen. Also es müsste schon ein langer Wohnwagen sein. Ja, oder vielleicht auch, wenn man Kätzchen hinter das Auto läuft und ein kleiner Hund, wie gesagt, richtig, wie der Ralf schon sagte, dieser tote Winkel. Und ich habe immer wirklich Angst davor, dass was passiert, weil auch wenn man noch so gut aufpasst, da kann man einfach nichts gegen tun. Und da ist es natürlich wirklich super, wenn man sich da nochmal absichert und guckt, ach, ist da vielleicht ein Kätzchen irgendwie oder natürlich noch viel schlimmer ein Kind oder dergleichen hinterm Auto. Und da ist das natürlich ganz, ganz prima, um auch wirklich beruhigt zu fahren. Ne? Ja, und was wichtig ist, wirklich, man braucht keine Vorkenntnisse und man muss eben nicht bauliche Veränderungen vornehmen am Fahrzeug. Ja. Das ist hier nicht notwendig. Und wenn man da mal das Auto wechselt, kann man die Kamera mitnehmen. Die ist in 5 Minuten uminstalliert. Was ist denn bitte Sicherheit gegenüber 123,49 Euro? Das muss man sich mal überlegen. Investieren Sie doch lieber 123,49 Euro und fahren Sie einfach
einfach sicher. Und zwar mit der Bestellnummer PX2486 und die 569 am Ende. Und ich finde, Sicherheit ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das betrifft uns alle, da sitzen wir alle in einem Boot. Und deswegen ist es auch wirklich eine ganz, ganz prima Anschaffung. Das war unser Platz Nummer 3. Und jetzt bahnt es sich schon langsam an. Wir gehen auf Platz Nummer 2. Ja, und das ist für mich das Technologieprodukt des 21. Jahrhunderts, weil mit Hilfe dieses kleinen Geräts, Dankeschön, Diana, ist es Ihnen auch, genauso wie mir, möglich, sämtliche Sprachbarrieren dieser Welt abzubauen. Und das ist, glaube ich, jedem von uns schon mal passiert, dass er im Ausland war und aufgrund der sprachlichen Unterschiede nicht mehr weiterkam. Warst du zum Beispiel schon mal, im Ausland warst du schon mal, aber in einem Restaurant und hast was ganz anderes zu essen bekommen, als ja, du eigentlich gedacht hast zu bestellen? Ja, tatsächlich schon. Ja? Ja, das war, als ich in Thailand gewesen bin und ich wollte natürlich, wir waren in so einem einheimischen Restaurant und dann habe ich mir da so ein bisschen was anquatschen lassen und habe geguckt und war schneller und wusste eigentlich gar nicht so richtig, was das tatsächlich ist, wirklich ehrlich. Das war ein bisschen blöd, das hat mir nämlich nicht so gut geschmeckt. Ja, okay, das kann immer passieren, das ist was Harmloses, aber auch dem können wir vorbeugen mit diesem Sprachübersetzer. Beginnen wir ganz einfach mal bei der verbalen Kommunikation, also ganz einfach, wenn man miteinander spricht. Mhm. Hier stellst du die Sprachen ein. Ich habe hier ganz einfach mal Deutsch, das ist ja meine Muttersprache, eingestellt und die Sprache, in die ich übersetzen will. Ich habe es jetzt mal einfach gemacht mit Englisch. Und jetzt möchte ich einfach, ich sage jetzt mal wirklich ein ganz einfaches Beispiel, fragen, wo ist denn der nächste Bahnhof? Und jetzt treffe ich jemanden, der spricht nicht Deutsch, ich spreche nicht Englisch, könnte aber auch jede andere Sprache der Welt sein. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wie ich den Bahnhof finde? Und du siehst, ich habe jetzt nicht langsamer oder Ähnliches gesprochen und in Echtzeit wird das jetzt hier übersetzt. Und mein Gegenüber hört das und kann dann ebenfalls in seiner Sprache hier antworten. Und das ist für mich Technik, die begeistert. Ja. Jetzt möchte ich Ihnen die Sprachen kurz mal zeigen. 106 Sprachen, überall dort, wo WLAN zur Verfügung steht. Wir sehen, das ist alphabetisch geordnet, ob das in Arabien ist, also arabische Staaten, afrikanische Staaten, asiatische. Oh, jetzt habe ich gerade die Wiederholung nochmal, aber das war ja perfekt übersetzt. Perfekt. Haben wir jetzt also wirklich alles gehört. Und jetzt natürlich hier in jeder Sprache, überall wo WLAN ist, die 12 wichtigsten Sprachen haben Sie auch, wenn Sie kein Internet zur Verfügung haben, hier. Also so, dass Sie sich auch dann außerhalb des WLANs überall verständigen können. Aber unser Thema ist Kameras. Und jetzt kommen wir zu meiner Eingangsfrage. Mhm. Ich habe hier eine ungarische, das ist ungarisch, Sie dürfen mir glauben, eine ungarische Speisekarte, ein Auszug. Ich habe es extra mal vergrößert. Und bitte lies es mir doch mal vor und sag mir, was hier draufsteht. Ja. Okay. Genau so ging es mir auch. Keine Ahnung. Genau. Und jetzt möchte ich Ihnen das zeigen, wie einfach das geht. Jetzt habe ich hier die Kamera geöffnet und wir haben hier oben die Möglichkeit, Sprachen einzustellen. Ja, auch wieder die 106 Sprachen hier oben. Ich habe es auf Ungarisch eingestellt und jetzt fotografiere ich in dem Fall die Speisekarte einfach mal ab. So, das Auto fokussiert sich, stellt scharf und jetzt wird gescannt. Schauen Sie sich den Scan-Vorgang an und in wenigen Sekunden steht hier, was es ist. Und jetzt kann ich es Ihnen sagen, das ist geschmortes Gemüse mit Kartoffeln und lecker, Petersilie. Ralf, ich kriege direkt Hunger. Wären Sie drauf gekommen, dass das geschmortes Gemüse ist? Jetzt haben wir es alle. Nee. Also siehst du, so kannst du ebenfalls Missverständnisse vermeiden. Heutzutage gibt es auch viele Allergien. Man kann fragen, was ist da drin? Sind da Nüsse drin oder Ähnliches? Ja. Man kann eben das Gericht, das man möchte, bestellen. Mhm. Für mich ist es übrigens schlimm, ich mag keinen Fisch. Ja? Mhm. Und ich würde hier nie identifizieren können, ob da irgendwo Fisch drin ist. Nachher habe ich eine Fischplatte bestellt, obwohl ich die eigentlich nicht esse. Also hier aber auch für Notfälle genau das Richtige. Es baut, dieses Gerät baut alle Sprachbarrieren dieser Welt ab und sollte in Zukunft so sicher wie der Personalausweis, Ihr Auslandskrankenschein, so gewiss sollte dieses Gerät auf Ihrer nächsten Reise dabei sein. Vielleicht haben Sie auch ein nettes Date und möchten sich besser verständigen. Und das ist immer ganz charmant, wenn man das auch landestypisch macht. Und auch die Kellner im Restaurant, die freuen sich, wenn Sie das Ganze landestypisch machen. Und das Ganze nur zum Preis von 142,49 €. Also das ist wirklich ein Schnäppchen mit der Bestellnummer NX 46 68 569 am Ende. Und ich finde,
dieser Übersetzer, der gehört wirklich in jedes Reisegepäck. Das ist genau wie der Personalausweis und die Reiseapotheke, was zum täglichen Leben dazugehört, gehört auch dieser in Ihrer Handtasche. Damit machen Sie wirklich alles richtig. Das war unser Platz Nummer 2. Jetzt steigt die Spannung, meine lieben Damen und Herren Ralf. Wir steigen jetzt aufs Pferd, auf Platz Nummer 1. Oh, Trommelwirbel, Platz Nummer 1. So, und jetzt kommt natürlich das Kind im Manne wieder durch. Aber das Nummer 1 ist nicht nur ein Produkt für Männer. Das kann ich Ihnen gleich sagen, gleich beweisen. Es ist ein Quadrocopter der Extraklasse. Und diesen Quadrocopter mit den technischen Optionen hätte ich auf mehrere hundert Euro geschätzt. Warum? Erstens mal, weil er so unglaublich technisch innovativ ist, dass ihn auch wirklich jeder fliegen kann. Und ich zeige Ihnen das jetzt 1:1. So kommt er zu Ihnen. Sie sehen, schön verpackt, den kann man gut mitnehmen. Dorthin, wo man fliegen will, natürlich optimalerweise im Freien. Jetzt lädt ja das Wetter auch wieder ein. Hier vorne ist eine Kamera. Und das ist eine 4K-Kamera, also auch wieder unsere Studioqualität. Und während Sie sich die Kamera anschauen, sehen Sie, der ist faltbar. Ich falte den jetzt aus und jetzt sehen wir die ganze Pracht. So, und jetzt hat der Optionen, GPS, Start-Lande-Automatik, 300 Meter Reichweite und er ist ganz, ganz einfach zu fliegen. Ich stelle ihn jetzt mal hier hin, auf den Tisch, schalte ihn ein. So, wir hören es deutlich, er ist an. Jetzt nehme ich die Fernbedienung, schalte die Fernbedienung ein und starte schon mal, guck mal. So, jetzt muss ich, weil wir Indoor sind, nur Indoor musst du das machen, GPS ausschalten, weil sonst sucht er die Satelliten, die kann er hier nicht finden. Jetzt Achtung, zweiter Knopfdruck und er geht in die Höhe. Super. Und zwar jetzt automatisch auf 1,50 Meter bis 2 Meter. Und dort bleibt er und wartet auf Befehle. Und da siehst du, wie stabil der steht. So, und jetzt, Monika, ich weiß, du schaffst schon mit den Hufen. Jetzt beweise ich Ihnen, wie einfach das ist, den zu fliegen. Ja, bitte schön, danke. Monika. Und gleichzeitig können Sie mit Ihrem Mobilfunkgerät auf diese Live-Bilder zugreifen. Und das ist wirklich etwas, was mich so unglaublich fasziniert. Eigenes WLAN wird aufgebaut, also ganz egal, wo Sie sind, Sie können sich sofort mit dem verbinden. Monika, ne? Ein bisschen vorsichtig. Ja, ja, lass nur. Man wird auch draußen ein bisschen mutiger. Also richtig Spaß macht es draußen. Da kann man bis zu 100 Meter Höhe gehen. Man kann hier 300 Meter Flugweite einstellen und dann alles auch ganz einfach auf der App nachverfolgen. Und zwar in unglaublicher 4K-Qualität. Film euch. Ja, jetzt, das sehe ich, ich sehe es gerade deutlich, was du siehst. Hier, schauen Sie sich diese Bilder an. Ja, die sind einfach perfekt. Und jetzt können Sie natürlich auf Ihrem Passwort, ich möchte kein Passwort eingeben. So, jetzt können wir hier natürlich jederzeit auch Aufnahmen, Fotos oder Videos machen von diesen Aufnahmen. Aber für mich wichtig, diese technischen Optionen. Also Start-Lande-Automatik, Rückholautomatik. Wir haben hier dieses 6-Achsen-Gyroskop und einen sogenannten Optical Flow. Der sorgt dafür, dass wir diese unglaublich stabile Fluglage haben. GPS-Steuerung, das geht natürlich nur unter freiem Himmel. Dann kann ich vorgegebene Routen abfliegen lassen. Toll. Und eine Reichweite von 300 Metern. Und nochmal, diese ganzen technischen Optionen plus 4K-Kamera. 300-400 Euro ist dann handelsüblicher Preis. Und jetzt schau mal auf unseren TV-Sonderpreis. 123,49 Euro. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Also ich hätte jetzt Minimum mit 300-400 Euro gerechnet. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein lieber Ralf, das ist ein super Geschenk, gerade zu Ostern für meinen Bruder. Denn das ist genau seine Welt. Selbst ich bin begeistert und das heißt schon was. Und auch, dass die Monika den jetzt hier wirklich so einfach steuern kann. Wir Frauen denken ja oft, Nanu, ist das vielleicht ein bisschen schwer in der Technik, aber Sie sehen, in der Bedienung scheint das Ganze wirklich einfach zu sein. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache und da sind Sie wirklich auch im Zeitalter technisch ganz, ganz weit vorne, Ralf. Gell? Ja, und vor allem, was ich gemerkt habe, und das wird überall anders auch so sein. Erst sagen die Damen, ach nee, ist nichts für mich, das ist so ein Männerspielzeug. Und Monika gibt die Fernbedienung nicht mehr. Nee, die hört gar nicht mehr auf. Nee, wenn sie einmal hat, dann hast du verloren, dann kriegst du sie nicht mehr. Ihr Spielzeug. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und wir fliegen ja jetzt hier im Studio. Draußen macht es noch mehr Spaß. Und jetzt haben wir Frühling. Jetzt treibt es uns raus. Dann gehen Sie doch mal irgendwo ins freie Gelände und fliegen Sie das mal ab. Schauen Sie sich die Welt aus
Vogelperspektive an und machen Sie Aufnahmen. Und meine Herren, wenn Sie wirklich irgendein Alibi brauchen für Ihre Gemahlin, ja, warum Sie jetzt so einen Quadrocopter brauchen, dann ist es ganz einfach. Dann sagen Sie, Sie müssen die Regenrinnen kontrollieren. Da könnte noch Laub und Schmutz vom Winter drin sein. Einmal das Dach überfliegen und schon sind alle kontrolliert. Und dann, glauben Sie mir, das wird Ihre Frau verstehen. Aber wenn Sie es dann zu Hause haben, geben Sie einmal die Fernbedienung in die Hand und lassen Sie fliegen. Dann wird sie verstehen, warum Sie so verrückt nach so einem Quadrocopter sind. Richtig. Und wenn Sie nur halb so begeistert sind wie ich, dann unbedingt bestellen. Vielleicht auch zu Ostern passend als schönes Präsent mit der NX 49 40 569 wieder am Ende. Und das ist natürlich ein absoluter Knallerpreis. Das liebt nicht nur die Frau, wie man sieht hier, die Monika. Ihr gefällt es ganz prächtig. Das finden auch Männer ganz, ganz toll. Auch ich bin super begeistert. Ich finde, das ist ein wunderbarer Platz 1. Er hat wirklich seinen Platz verdient. War eine Top-Show, hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bestellen.